Der sah nicht mehr so gut aus. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr hattet wunderschöne Weihnachtsfeiertage. Ich war mit meiner Familie im Urlaub. Wir hatten drei sehr schöne Tage zusammen. Und ich hoffe, ihr hattet sie auch. Ich dachte mir, es ist jetzt an der Zeit, das Jahr neigt sich dem Ende und ich muss euch noch eine Sache sagen, was sich nächstes Jahr verändern wird. Und deswegen fangen wir jetzt schon an. Ihr werdet in den nächsten Wochen einige Veränderungen hier auf meinem Kanal sehen, denn ich werde endlich umziehen. Ich habe es, glaube ich, noch nie wirklich ausgesprochen. Einige hatten es von euch aber schon so ein bisschen am Rande mitbekommen. Ich werde umziehen. Ich werde endlich aus meiner 22 Quadratmeter Einzimmerwohnung, wo ein Bett und ein Tisch hier drin steht, ausziehen und werde endlich in eine Wohnung ziehen, wo ich ein eigenes Studio habe. Und ich möchte meine Make-up-Kollektion für den Umzug ein bisschen durchschauen und sortieren und gucken, was kann wirklich weg und was darf bleiben. Und ich habe es in den letzten Wochen immer schon wieder so ein bisschen gemacht, dass ich ein bisschen aussortiere, aber ich dachte mir, bei dieser Kiste hier fangen wir auf jeden Fall damit gemeinsam an. Und ich werde euch auch in den nächsten Wochen den ganzen Umzug mit begleiten. Falls ihr das wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn ihr sagt, nee, ihr habt da gar keine Lust zu, dann lasse ich das natürlich sein. Aber ich dachte mir, dass ich euch komplett über diesen ganzen Prozess mitnehme. Umziehen, renovieren, everything, wenn ihr das wollt. Einfach so Richtung Vlog. Natürlich geht es auch weiter mit Beauty-Videos. Das Problem ist nur, dass ich in der Übergangszeit zwei Wohnungen habe und gucken muss, wie ich die neue Wohnung so hinkriege, dass das Ganze vernünftig ist. Es ist nämlich eine Galerie und da ist der Ton furchtbar und ich muss komplett umbauen, die ganze Wohnung, dass ich da ein Studio drin habe. Und deswegen verzeiht mir, wenn es dann eher so ein bisschen Richtung Vlog geht. Aber es geht weiter mit Beauty. Und heute möchte ich mit euch Lippenstifte aussortieren. Ich habe eben schon mal so ein bisschen durchgeguckt. Ich habe drei Schubladen mit Lippenstiften oder Lippenprodukten. Wir kümmern uns heute nur um eine, denn das Ding ist voll und das ist schwer. Hier sind nicht nur Lippenstifte drin, sondern auch so ein bisschen Liquid Lipsticks, ein bisschen Lipgloss, aber alles, was in diesem Lippenformat drin ist. Und wir gehen einfach durch. Holt euch einen Kaffee, holt euch einen Tee. Ich erzähle euch so ein bisschen was dazu. Und wir sortieren aus. Bei Lippenprodukten, die sind fast alle offen. Die kommen weg. Die kann ich nicht weggeben. Das möchte ich auch ungern weggeben. Alles, was geschlossen ist, was vermutlich gut ist, kommt selbstverständlich in der Verlosung. Und ich hoffe, ihr habt darauf so ein bisschen Spaß, mit mir einfach so ein bisschen über Lippenstifte zu lästern und ein bisschen zu quatschen. Ich greife hier einfach rein und zeige euch die Produkte, was ich hier habe. Falls euch das Video gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie eure Weihnachtsfeiertage waren. Und los geht's. Ich habe hier von Skyline einen Lipstick. Der ist gut, das ist Vulvos, aber ich benutze es nicht. Kann weg. Genauso wie hier, ich weiß nicht, warum das hier drin ist. Das ist ein Highlighter Stick. Brauche ich nicht. Dann habe ich hier aus der Rival de Loup Puristic LE einen Lippenstift. Das ist eine sehr schöne Farbe. Aber das Problem ist, nehmt es mir nicht übel, wenn ich hier jetzt viel weggebe. Das Problem ist, ich will euch halt immer Sachen zeigen, die ihr dann auch haben könnt. Und eine Limited Edition, auch wenn sie gut ist, ihr kriegt sie nicht mehr. Und warum soll ich sie euch zeigen? Und das ist jetzt keine Farbe, die ich so noch nie irgendwo gesehen habe. Deswegen kommt auch die weg. Dann habe ich hier von Revolution einen Lippenstift. Das ist einmal dieser hier. Der ist in der Farbe Matte Nude. Mag ich gar nicht, die Revolution Lippenstifte. Die sind super, super trocken. Dann habe ich hier von Catrice aus der Genderless Limited Edition die Farbe Mr. Confident. Auch eine schöne Farbe, aber der ist jetzt auch schon 2 Jahre alt. Und bei Lippenprodukten wisst ihr, dass es schwierig ist. Rival de Loup Lippenstift habe ich hier auch. Auch eine schöne Farbe. Wow, ich werde wahrscheinlich 1000 Mal sagen, was für eine schöne Farbe das ist. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, wie oft ich in diesem Video sage, wow, schöne Farbe. Auch der, ich greife dazu nicht. Kann weg. Was ich auch habe, aber der sieht nicht mehr. Ein Lippenstift von Essence. Das ist die Farbe One Gold Fits All Lip Glow Glamorizer. Schöne Farbe, aber der ist schon schmantig. Ein Ready Steady Summer Lip Balm, der so ein bisschen den pH-Wert eurer Lippe nimmt und dann rosa wird. Ich habe den Trend ehrlich gesagt nie verstanden. Dann habe ich auch hier von Essence einen Lippenstift. Auch
der ist schon oll und alt. Das Problem ist, ich trage ja nicht wirklich viele Lippenprodukte, sondern meistens wirklich nur für Videos. Im Alltag eigentlich gar nicht. Und dafür ist es eigentlich schade, Produkte aufzuheben, weil ich benutze es einfach nicht. Aber auch der ist alt. Ihr werdet vieles sehen, was einfach jetzt wegkommt, weil es einfach schon super, super alt ist und ich dazu auch nicht greife. Was auf jeden Fall da bleibt, das ist aber auch noch nicht benutzt, das sind diese Lip Tints hier. Die sind von Etude House, davon habe ich 2 Stück. Die bleiben da, die sind sehr, sehr gut. Die gibt man sich so auf die Lippen und das färbt dann so ein bisschen die Lippe ein und wird dann intensiv, aber es sieht nicht so aus, als hätte die was auf den Lippen. Bleibt auf jeden Fall da. Hier aus der Rival de Loop Young Limited Edition auch ein Lippenstift, auch ein Nude. Das Problem ist, ich mag keine Lippenstifte. Ich bin eher wirklich so Liquid Lipstick. Hat mich damals nicht überzeugt. Ich dachte, ich benutze es irgendwann nochmal. Was auf jeden Fall bleibt, sind hier von Jeffree Star diese Liquid Lipsticks. Einmal in Blau, in anderem Blau. Die bleiben auf jeden Fall, weil ich liebe die. In Weiß, ich liebe den als Eyeliner. Super, super toll. Also die Produkte von Jeffree sind schon gut. Mir sind sie persönlich ein bisschen zu trocken ohne Gloss. Ansonsten top. Auch hier habe ich noch ein Blau. Das bleibt auch da. Dann habe ich hier von Catrice einen Lippenstift. Der ist recht neu. Der kann auf jeden Fall da bleiben. Das ist die Farbe 010. Auch ein schönes Nude. Ich würde mir am liebsten alles auf die Lippen tragen. Aber danach sehe ich aus wie Dolly Buster wahrscheinlich. Bleibt auf jeden Fall da. Catrice Big Love. Was komplett wegkommt, ich habe sie nie benutzt, sind von Kiss diese Amorous Matte Lippenstifte. Ganz, ganz schlimm. Also, die sind so trocken und lassen sich gar nicht schön auftragen. Ich habe davon damals ein PR-Paket bekommen mit 40 Lippenstiften. Ein paar habe ich getestet mal. Ein paar sind hier auch noch offen. Die kommen in eine Verlosung. Habe ich hier noch einen. Dann habe ich hier auch noch einen, die Farbe 06. Die 10 habe ich hier auch noch und einen komplett geschlossenen von Love. Das ist die Farbe Sinas New. Das war meine liebste Farbe früher. Der ist noch verschlossen, den gebe ich euch. Ich habe davon nämlich noch einen. Dann von Primark hier, Primark Matte Lip, Cruelty Free, aber Trash. Was sehr, sehr gut ist, ist von, ich weiß nicht, welche Marke das ist. Ich glaube, auch Etude House oder so, das ist so ein Lippenstift aus Korea. Keine Ahnung, aber der ist sehr, sehr schön. Der bleibt auf jeden Fall. Genauso wie von Catrice diese neuen aus der Sylvester AE. Die gibt es auch aktuell gerade noch in der Drogerie. Einmal hier die Farbe Dazzle Drama. Tolles, tolles Rot mit Glitzer mit drin. Dann habe ich das auch nochmal in der Farbe Dazzle Lights. Das ist ein dunkleres Rot. Sehr, sehr schöne Farben. Hier von Essence, der ist auch schon alt. Matt, matt, matt 03. Rival de Loop Travel Holic Lipstick. Catrice Glosse. Ich liebe diese Volumizing Lip Booster. Davon habe ich auch ein paar. Die sind so gut. Die sind, ich gebe mir den jetzt einfach auch noch mit rüber. Kommt, was soll der Geiz? Ah, ich liebe die Catrice Glosse. Die bleiben auf jeden Fall. Vielleicht, ich hoffe, ich überlege gerade so, was hat das für einen Mehrwert für euch, dieses Video? Ich möchte euch ja immer irgendwie einen Mehrwert geben. Ich glaube, dass ihr einfach sehen könnt, wie krass dieser Konsum ist von Make-up, was dann am Ende weg. Und ich möchte euch damit anregen, dass ihr nachdenkt, wenn ihr irgendwas kauft, braucht ihr das wirklich? Benutzt ihr das? Habt keine Impulskäufe, wie beispielsweise hier. Das ist von Make-up Geek, ein Liquid Lipstick in der Farbe Wildchild. Das ist keine Farbe, die ich jemals wieder benutzen werde. Genauso wie hier von Jeffree Star diese Liquid Lipsticks in Blau. Ich mag aber Blau gerne und man kann sie halt auch schön als Lidschatten benutzen. Das geht nicht mit jedem Liquid Lipstick, aber das ist auch eher so ein Sammlerstück, glaube ich. Was soll ich denn Rival de Loop Young Lippenstifte für 29 Cent sammeln, die nichts Besonderes sind? Da ist das Packaging nichts Besonderes. Das ist die Geschichte hinter den Personen, wie beispielsweise Jeffree Star, nichts Besonderes oder so, deswegen kommt das weg. Was auf jeden Fall bleibt, ist von Morphe und Jeffree Star diese Kollektion, diese Glosse. Auch die sind sehr gut. Das Füßchen ist schwierig, aber die sind super, super gut. Also Morphe, muss ich sagen, teilweise Hit or Miss, ne? Manche Sachen sind wirklich gut, manche Sachen sind furchtbar.
Die Lippenprodukte sind aber tatsächlich fast durchweg. Ich habe hier nämlich auch noch diese Kiss List LE. Ich habe die nur wieder hier reingepackt, weil ich keinen Platz mehr in diesen Separatoren, also so eine Einlageböden für meinen Make-up-Schrank hatte, dass ich das so hinten mit reingelegt habe. Und damit es nicht rumfliegt, habe ich es in der Kiste gelassen. Dann haben wir hier einmal diese komplette Kollektion an Nude-Lippenstiften. Ich liebe die. Ich habe die in der letzten Zeit auch so oft benutzt. Richtig, richtig schön. Dann weiß ich nicht, warum hier von Hexal ein Lip-Balm ist. Der sah nicht mehr so gut aus. Und hier von Essence, die Farbe This Is Me, der bleibt... Entschuldigung. Der bleibt auf jeden Fall. Das ist meine absolute Lieblingsfarbe von Essence. Das ist die Farbe 12 aus dieser This Is Me-Reihe. Da gab es mal, glaube ich, auch den passenden Nagellack dazu. Habe ich nicht gekauft, weil... trage ich nicht. Aber das ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Hier von Love Velvet... Sorrow, auch eine schöne Farbe. Aber der hat leider schon Bläschen. Der ist von 2016. Von Rival de Loop Long Lasting Lip Gloss, was kein Lip Gloss ist, sondern ein Liquid Lipstick. Der ist gut, aber der ist zu trocken und ist in der Farbe 04. Benutze ich auch nicht. Dann habe ich hier von MAC einen Lippenstift in Rot. Und das ist, glaube ich, auch der einzige rote Lippenstift, den ich habe. Der halt wirklich, wirklich, wirklich rot ist und nicht irgendwie mit Glitzer oder so. MAC-Lippenstifte waren früher ja wirklich total gehypt und jeder wollte irgendwie MAC-Lippenstifte haben. Es gibt mittlerweile 1000 bessere Sachen. Dann habe ich hier von NYX Soft Matte Lip Metallic. Kann weg, mag ich gar nicht. Genauso wie hier nochmal was von Kiss Gel Lipsticks. Catrice Lip Coconut Balm. Der schmeckt gut, aber... der versorgt die Lippen irgendwie nicht ganz so gut mit Pflege. Dann hier wieder von Revolution so ein Lipstick. Auch das ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Ihr seht schon, ich bin eher so wirklich in die Nude-Richtung. Also das, was ihr auf meinen Lippen seht, ist so meine Farbe. Alles andere ist eher wirklich nur für Videos. Kann auch weg, habe ich, glaube ich, genug. Was auf jeden Fall bleibt, den mag ich total gerne, ist hier von Milani. Ein Lippenstift in der Farbe Dulce Caramello. Sehr, sehr schöne Farbe. Hat so einen leichten, perlmuttigen Schein mit drin. Auch ganz, ganz toll. Dann hier von Rival de Loop auch wieder so ein Lippenbalm, der die Lippen pink färbt. Ich verstehe es nicht. Wer hat das? Hat das jemand von euch wirklich getragen im Alltag? Diese Lipbalms, die dann neonpink werden, weil sie mit eurem pH-Wert reagieren? Es geht weiter mit Jeffree Star. Blau bleibt. Unicorn Blood, schönste Farbe überhaupt. Ich liebe die. Dann auch hier wieder ein Lip Gloss aus der Morphe & Jeffree Kollektion und noch ein Blau. Die bleiben alle, weil das sieht halt einfach auch schön und ordentlich aus. Ein Lip Booster von Catrice, der sieht aber schon total abgegrabbelt aus und die Farbe habe ich auch noch, deswegen kann auch der weg. Und hier, die Farbe hat Danny mir ausgesucht damals, von L'Oreal. Die Farbe... 908. Das ist ein Lila, sehr, sehr kühl, aber zu bestimmten Looks passt das sehr, sehr gut. Und ich bin gespannt, ob ich den irgendwie nochmal benutze, aber der ist neu, der ist gut, Qualität ist sehr, sehr gut und man kann damit was machen. Noch ein Catrice Lip Booster, wieder in einer anderen Farbe, der bleibt auch, weil der ist für dunkle Looks immer ganz schön. Lethal Cosmetics, keine Frage, definitiv die besten Lippenprodukte, die ich kenne. Besser als Jeffree Star. Viel, viel besser. Dann hatte ich hier neulich Lippenstifte bekommen von der Marke JB. Habe ich noch nie was von gehört. Sehen aber ganz schön aus. Also ich habe die auch noch nie benutzt. Die werde ich irgendwann mal bestimmt benutzen. Sehen schön aus. Ich habe davon 4 Stück. Es sieht ordentlich aus. Die Verpackung ist gleich und nicht so bunt. Und das hebe ich auf jeden Fall auf. Mir fällt jetzt gerade mal auf, wie viel Jeffree Star ich hier habe. Ich habe hier noch einen Gloss, der bleibt auch, weil die kann man immer benutzen. In jeder Handtasche habe ich irgendwie einen Gloss mit drin. Noch einen in der Farbe Dark Crown, auch sehr schön. Ein Liquid Lipstick in der Farbe Doll Parts, auch eine schöne Farbe, aber schwierig, kann man nicht zu jedem Look tragen und das ist eine Full-Size-Größe. Und hier habe ich noch einen kleinen in Blau, auch der bleibt definitiv. Dann geht es weiter mit Love, das ist die Farbe Sinas Nude. Oh. Schade. Okay, der ist durch. Sina, es tut mir leid. Sina arbeitet tatsächlich bei Love und
Lovewire, das erste PR-Paket, was ich jemals bekommen habe. Und da war das mit dabei. Deswegen kommt der leider jetzt auch weg. Aber ich tief im Herzen trage ich ihn immer noch. Dann habe ich hier von Uma Beauty Lippenstifte. Ich hatte neulich gesagt, dass ich diese Lipglosse ganz furchtbar finde. Die Lippenstifte sind aber gar nicht schlecht. Das sind super schöne Farben, sehr leuchtend, sehr deckend. Auch das hier ist eine ganz tolle Farbe. So ein bisschen dunkelbeerig und so eine kleine Auswahl sollte man auch haben. Also auch hier Packaging schön, Qualität schön, schöne Farbabgabe. Und ich will halt einfach keine Kompromisse mehr machen. Ich habe jetzt gerade so ein schlechtes Gefühl, dass ihr irgendwie das alles falsch versteht, dass ich mich halt von so vielen trenne und dass das irgendwie so rüberkommt als, oh mein Gott, du bist total undankbar und so. Aber wisst ihr, ich habe so viel hier, was ich nicht benutze. Und ihr kennt das vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich fühle mich einfach so belastet, wenn ich weiß, ich habe so viel Zeugs, was ich nicht benutze, was mir nicht gefällt und ich nicht weiß, warum ist das eigentlich hier? Und jetzt auch gerade mit dem Umzug, ich muss mich einfach davon trennen, auch wenn es mir schwerfällt. Ich gebe alles, was ich kann, gebe ich euch in Verlosungen irgendwie wieder zurück. Ich verschenke es an Freunde, so gut ich kann. Aber ich kann halt einfach nicht alles behalten. Ein Lippenstift von Jeffree Star, Lip Ammunition, die mag ich gar nicht von ihm irgendwie. Die verstehe ich nicht. Für mich ist Jeffree Star wirklich eher so Liquid Lipstick und diese Lip Ammunition Dinger. Könnt ihr mir auch da gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Die letzten drei Jeffree Star Produkte, blau. Dann einmal Mannequin. Das ist meine liebste Farbe von den Liquid Lipsticks. So für so eine Hololippe. Das in die Mitte. Bombe. Und hier nochmal rot in der Farbe Red Rum. Auch ein tolles Rot. Sehr intensiv. Hier ist noch einer von Uma Beauty. Ein schönes Braun für so schöne Herbstlooks. Hebe ich auf jeden Fall auf. Den habe ich auch noch nie benutzt. Von Nabla habe ich hier auch noch einen Lippenstift. Auch eine schöne Farbe. Mag ich auch sehr gerne Nabla. Kann bleiben. Was noch weg kann, ist hier ein Lip Balm Isana, ist intensiv. Und was weg kann, ist von UR Cosmetics ein Lip Exfoliator. Das ist so Körner mit drin und die peelen eure Lippen und pflegen sie gleichzeitig. Habe ich einmal benutzt und dann nie wieder. War nicht so meins. Und Freunde, ach nee, hier ist noch ein kleines Ding. Das ist hier so ein kleines Lippenbundle von Anastasia. Auch das kann gerne bleiben, weil die sind gut. Die mag ich gerne. Ist eine schöne Qualität. Halten gut. Darf auf jeden Fall bleiben. Was mir jetzt so auffällt, ich habe verhältnismäßig viel Drogerie weggeworfen. Ich habe das Gefühl, dass bei der Drogerie aber es mir nicht ganz so schwer fällt, sich davon zu trennen, weil es verhältnismäßig günstiger ist, die Sachen nachzukaufen, wenn man sie dann wirklich braucht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie viele Lippenstifte ihr habt. Ich werde das Ganze jetzt nochmal neu einsortieren und ich hoffe, ihr versteht das Video irgendwie nicht falsch oder dass ich irgendwie undankbar bin oder so. Das ist meine größte Angst gerade tatsächlich. Ich muss mich einfach nur von Sachen trennen, die ich nicht benutze, die schlecht werden. Es liegt einfach nur rum und es bringt nichts, es aufzubewahren. Wofür? Wofür? Und ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, Freunde. Ich danke euch, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, worauf ihr Lust habt, wenn das Ganze jetzt hier Richtung Umzug geht, soll ich weiter aussortieren mit euch? Habt ihr daran Spaß, euch mit mir hinzusetzen und darüber zu reden? Was ich habe, was weg kann? Schreibt mir das gerne einmal in die Kommentare, Freunde. Wir sehen wir uns dieses Jahr noch? Ich weiß es nicht. Falls nicht, habt einen zauberhaften Rutsch ins neue Jahr. Passt bitte auf euch auf. Lasst die Finger von Böllern und Feuerwerk und allem. Schaut lieber zu. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.